Also ich habe rausgefunden, der Kleber ist noch nicht ganz trocken. Da habe ich mir ein Stück Zebertuch drauf getupft. Aber wir können trotzdem schon weitermachen. Dafür brauche ich ein Stück. Moment. So, wir sind wieder da. Dafür brauche ich ein Stück, ja, Schleifpapier. Raue den Stab ein bisschen auf, das habe ich nämlich da gerade eben vergessen. Wobei das, glaube ich, egal ist. Der hält wahrscheinlich auch so. Aber zur Sicherheit mache ich jetzt trotzdem. Und dann eben kurz den Staub, der dabei entstanden ist, beim Abschleifen entfernen. Jetzt nehmen wir wieder den gleichen Kleber. Packen hier in die Kante da. Na, stell scharf. Da in die Kante Kleber rein, dann drücken wir den Stab da rein. Dann noch ein bisschen zur Verfestigung Kleber oben drauf. Und dann legen wir das beiseite zum Trocknen. Das gleiche machen wir hier. Kleber drauf. Den Stab reindrücken. Und wieder mit Kleber versiegeln sozusagen. Und ich entschuldige mich schon mal darauf, wenn ihr es nicht auf der Kamera kennt alles, aber ich kann nämlich nicht gleichzeitig auf die Kamera und auf das, was ich mache, gucken. Deswegen ist das dann so. Das auch zur Seite legen zum Trocknen. Kleber abwischen. Und beiseite legen. So. So, als nächstes geht es jetzt darum, das Fahrwerk in den Flieger zu kleben. Dafür hole ich den mal ein bisschen näher ran. Machen wir jetzt erstes mal wieder die Enden, so dass wir da ein bisschen, hier, damit ihr es auch seht, wieder ein bisschen was abschleifen. Das Ganze dann wieder ins Tuch wischen. Und jetzt habe ich einen Klebergurt, den Zipi-Elapor. Den brauche ich eigentlich für den Punjet, den ihr vielleicht auch noch irgendwann zu sehen bekommt. Den werde ich wahrscheinlich aufbauen über den Winter. Und ja, jetzt richten wir erstmal das Fahrwerk aus. Dazu schieben wir es hier vorne einfach durch den Schlitz und hier unten ins Loch rein. Und drehen das so, das seht ihr gleich beim zweiten, dass das halt gerade ist. So, dann kommt das da unten ins Loch rein. Und drehen das dann so halt, dass es gerade zur Fahrtrichtung ist. Und dann kleben wir das fest. Ich mache es jetzt mal mit Zaki, weil ich das irgendwie besser finde. Man kann das natürlich kleben mit was man will. Solange es schaumstofffest ist, also dass es den nicht auflöst. Das ist ja die Hauptsache. So, da auf der Seite ein bisschen was. Da auf der Seite. Das Ganze ausrichten. In Fahrtrichtung, das hier jetzt auch. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie schnell der Zaki klebt. Das soll angeblich sehr schnell gehen, innerhalb von unter 10 Minuten. So, es ist grob ausgerichtet. Bei einer nicht so guten Anleitung habe ich leider diese Teile vergessen, da drunter ranzumachen. Deswegen gucke ich schnell, ob der Kleber schon trocken ist oder noch nicht. Ich kann den noch runterschieben, zum Glück. Die kommen nämlich dazwischen. Dann das Ganze wieder ausrichten. Auf der Seite auch schnell machen. Wenn es hier nicht trocken ist. Aber es geht auch noch. Ein bisschen Kleber wieder nehmen. Schnell darunter.
Ich hoffe, ich versaue die Klebestelle dadurch jetzt nicht. Dann das hier dadurch. Und wieder den Rumpf. Ausrichten das Ganze. Schön ausrichten. Und das Ganze nochmal mit Kleber wieder fixieren. Den schön außenrum da. Aber aus irgendeinem Grund ist es auf den Bildern ganz leicht zu erkennen gewesen. Aber es wurde nicht so ganz gut beschrieben, weil das wurde auch als U-Ring benannt. Dabei ist es gar kein U. Deswegen habe ich das total übersehen. Ich finde das Ganze jetzt mit zu viel Kleber fest, aber ja, nicht viel als zu wenig, würde ich sagen. So, jetzt lassen wir es aber trocknen. So, nachdem ich das jetzt geklebt habe, leider ist der Kleber noch nicht ganz getrocknet gewesen, habe ich reingefasst und habe ich nur dummerweise Kleber am Finger. Aber naja, ist halt so, Pech. Geht es jetzt um die Radschuhe und ja, die Verkleidung für die Stange. Dazu schneide ich die logischerweise erstmal wieder raus, beziehungsweise diese U-Stäbe werden auch noch eingeklebt, aber auch jetzt gleich. Erstmal schneide ich die Radschuhe raus. So. Das habe ich mir eben am Kamerarand gemacht. Ausgeschnitten. Und die, ja, ich nenne es einfach mal Abdeckung auch. Da fällt der Name jetzt nicht ein. Auch beide logischerweise. So. Jetzt muss ich noch überlegen, mit welchem Kleber ich das festklebe. Das lege ich erstmal beiseite. Die beiden Teile kommen später. Erstmal würde ich sagen, packe ich unten vor auf die T-Stücke. Und dazu aber als erstes gucke ich, dass die T-Stücke parallel zum Boden sind, bevor ich es draufklebe. Die kann man nämlich noch drehen. Das könnt ihr auf der Kamera jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber ist ja nicht so schlimm. Und dann würde ich sagen, mache ich das mit Uhupoa. Ich hoffe einfach mal, dass man Uhupoa auch auf Plastik benutzen kann. Aber ich gehe davon aus, also erstmal ein bisschen anrauen kurz. Ist aber nicht wirklich ordentlich. Ist mir auch egal, wenn es abgeht, das kann ich dann wieder rankleben. Ist ja nicht schlimm. Das nur zum fürs Aussehen. Und dann packe ich da drauf Uhupoa und lasse das ein bisschen antrocknen. Auf beide Seiten logischerweise. Und ich lasse das antrocknen, damit das halt besser klebt. Jetzt noch auf der anderen Seite drauf hier. Mal gucken, ob hier genug drauf ist. Ich würde sagen, ja. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Währenddessen jetzt hier das Uhupoa drauf antrocknet, wenden wir uns dem hier zu. Die müssen wir nämlich noch zuschneiden. Und zwar, ich lese jetzt einmal kurz durch, in einem 45-Grad-Winkel. Mal gucken, wie das da drauf gehört. Die kurze Seite gehört nach hier. Das heißt, wir müssen es hier im 45-Grad-Winkel anschneiden. Das mache ich jetzt mal freie Hand einfach. Aber gucken, ob das auch das Richtige ist. Ja, das müsste das richtige Ende sein.
Frage ist, ob das von der Länge überhaupt passt. Ich schätze mal, wenn ich es anschneide schon. Dann schneide ich hier in 45 Grad Winkel rein. Holzbrett als Unterlage. Mal gucken, wo der Winkel hin muss. Der muss hier hin. Das heißt, ich lege das hier drauf. Sehen könnt und schneide das jetzt hier so, dass ich das so festhalten kann irgendwie. Schneide hier jetzt 45 Grad Winkel ungefähr. Und damit es besser wird, mache ich das außerhalb der Kamera und dann sehen wir uns danach wieder. Das Ganze müsste jetzt einigermaßen so passen, dass ihr das erkennen könnt. Da, beide Seiten sind Winkel angeschliffen. Na, wo hat die Kamera scharf gestellt? Da. Beide Seiten. Und dann wird das, wenn es dann irgendwann fertig ist, hier drauf gesteckt. Oder geklebt oder wie auch immer, ich bin mir echt nicht sicher. Das wird an den Rumpf geklebt und hier vorne auch festgeklebt. Das Ganze geht aber erst, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt jetzt, wenn hier die U-Stücke dran sind. Und ja, als erstes machen wir jetzt aber weiter mit den Radschuhen. Dafür drehe ich das Flugzeug einmal um, so wie es richtig sein soll. Nehme die Radschuhe und man sieht in der Mitte ein Loch. Das Loch mache ich gerade mit diesem Stab. So ungefähr auf der gleichen Höhe. Das ist schwierig zu machen, jetzt mache ich das außerhalb der Kamera. Nee, ist sogar noch zu sehen. Aber ich muss es außerhalb der Kamera machen. Weil das Stativ im Weg ist leider. So, damit ihr es jetzt auch seht. Da habe ich einfach drauf gedrückt. Ich habe keine Ahnung, ob das stark genug hält. Aber ich schätze mal, es hält ganz gut. Und dann würde ich sagen, lasse ich das noch eben ein bisschen antrocknen und dann geht es gleich weiter.